So, da bin ich also. Mensch, so ein Tamtam. Da ist er, das kann ja nicht gehen, ne? Ist ja kein Kabel dran. So, da war sie schon, die erste Flachsrakete des Abends. Und wir freuen uns sehr, hier heute dabei sein zu dürfen bei Bad Kreuznach lacht. Also als man uns gefragt hat, Mensch, Bad Kreuznach will lachen, würdest du helfen? Und da haben wir natürlich spontan gesagt, jawohl, wir kommen. Und dann haben wir halt erfahren, es ist ein Benefiz, da haben wir gemerkt, aus der Nummer kommen wir nicht mehr raus. Ne, so. Und ich freue mich, mit Stolz sagen zu können, dass ich bin nicht alleine gekommen. Ich habe hab Jochen Barkas mitgebracht, der Mann an der Gitarre. Test. Ja, wir haben vor vielen Jahren, vor über 20 Jahren begonnen, gemeinsam Musik zu machen, als Freunde. Mittlerweile sind wir Kollegen. Und für mich ist ja immer wichtig, dass trotz allen Lachens natürlich auch, also ich bin ja ein Mensch, der die Welt analysiert. Ich frage mich immer, warum ist es so, wie es ist? Und wenn man alles mal wirklich ganz genau sich anschaut, den Zustand unseres Globuses, dann kommt man ja schnell zu der Erkenntnis, dass alles Übel in einer Wurzel mündet, und zwar im Gesellschaftssystem. Das ist das große Problem der heutigen Zeit, also der faulende parasitäre Monopolkapitalismus imperialistischer Prägung. Dort ist schon Tumult. Es ist ja wirklich so, der Kapitalismus hat die Welt im Würgegriff, denn die ganze Welt ist kapitalistisch. Also nicht die ganze Welt einschränken, muss man sagen. Es gibt noch zwei gallische Dörfer, die sich dem Kapitalismus in den Weg stellen, und zwar Nordkorea und Thüringen. Ja. Ich möchte die jetzt nicht in einen Topf werfen, also Nordkorea und Thüringen sind also auf der einen Seite ein stalinistisches System mit kommunistischen Betonköpfen, auf der anderen Seite Nordkorea. Aber diese beiden Orte sind, es sind gut gewählte Orte, um dieses kommunistische Experiment nochmal aufleben zu lassen, denn ich sag's mal so, Nordkorea ist beruhigend weit weg. Und um Thüringen brauchen wir uns wirklich nicht zu sorgen. Also Thüringen besteht zu 80% aus Wald. Ne? Der Rest sind Bäume. Also es ist völlig egal, ob dort rot-rot, grün-grün, ocker-umbra oder gelb. Also die brauchen keine Regierung, die brauchen einen guten Förster. So. Ja, ich komme aus Münster, der Heiko hat es gesagt. Reaktion kenne ich, ist immer so ein bisschen so eine Mischung aus Langeweile und Mitleid. Münster ist toll. Wir haben einen Tatort. Toll. Ja. Karl Dall hat über Münster mal gesagt, Münster ist so langweilig, da fliegen die Tauben zum Kacken nach Dortmund. Ja. Dabei ist das voll schön da, aber deswegen ist es wahrscheinlich auch so sauber. Naja, jedenfalls bin ich total glücklich, heute hier zu sein, obwohl ich auf dem Hinweg erstmal geblitzt worden bin. Völlig zu Unrecht übrigens. Das ist so geil, oder? Da sind wir auch alle gleich. Wenn man geblitzt wird, erste Reaktion, man bremst, ne? Als ob man noch irgendwas rückgängig machen könnte. Und dann ist man auch nie schuldbewusst. Man denkt nicht, da war ich aber zu schnell. Man ist immer so ein bisschen angefressen, so, naja, okay. Ah. Hier stehen die also. Oh. Ah. Und die Raser kriegen sie nicht. So. Genau. Und dann fängt man an zu rechnen, ne? Und ärgert sich aber, dass man gebremst hat, weil man nicht mehr weiß, wie schnell man war. Und denkt, war das jetzt mit Punkt oder ohne? Wie schnell war das denn? Und ich sage, oh, mein Toleranzabzug. In dem Moment sehe ich auch schon die freundliche Kelle, die mich zur Seite winkt und denke, oh nee, ich will jetzt nicht in so ein Gesicht gucken. Ja? Ich will hier schön Knöllchen zugeschickt bekommen und nicht noch so Fenster. Oh geil, ich kurbel noch, als hätte ich so ein altes Auto. Also okay, und nicht so brrrt, Fenster runter und dann weißt du so, ich weiß, ich habe einen Fehler gemacht, wir haben heute meine Schuld.
Okay, ich also rechts ran, so eine Krawatte. Jetzt kommt der Polizist auch echt gut gelaunt auf mein Auto zu und ich denke nur, ja, du hast Spaß, Kollege, du hast... Okay, Fenster runter und er dann auch so, na, ich sag, na. Ich sag, ich weiß Bescheid. Wie viel? 35 Euro. Ich sag, 35 Euro. Das ist fair. Steig ein. Liebe Freunde, heute Abend hier in Bad Kreuznach. Das Ding mit dem Tresen, das ist sau schwer. Ich mach's für euch nochmal. Okay, ich mach's mal nur für die rechte Seite. Das ist eure Chance. Ich mach's mal nur für die Band. Die sind gut, die Jungs. Und nochmal für alle. Inklusive Rang. Hallo hier da oben. Was war das denn? Wollt ihr das nochmal sehen? Wollt ihr das nochmal sehen? Ich hätte es sowieso nochmal gemacht. Aber nur für euch, weil ihr so ein wilder Haufen seid. Nur für euch heute Abend, bei diesem wunderbaren Abend. Aber für euch das Gleiche noch einmal in der totalen Zeitlupe. Absolutes Slow Motion. Thank you.
Ja, aber ich möchte an dieser Stelle hier natürlich keinen Trübsal blasen. Es soll ja eigentlich ein heiterer Abend werden, mit Spaß und Fröhlichkeit. Deshalb jetzt kurz zwischendurch ein paar Witze zur Auflockerung. Der wird noch besser. Kommt ein Mann zum Arzt und sagt, Herr Doktor, ich kann abends immer so schlecht einschlafen. Der Arzt überlegt einen Moment und sagt dann, beziehen Sie doch einfach, bevor Sie abends ins Bett gehen, bis taugen, das wird bestimmt. Eine Woche später kommt der Mann wieder zum Arzt und der Arzt fragt ihn, na, das ist was genützt? Nicht so richtig, sagt der Mann, ich bin nur bis 500 gekommen. Da wurde ich auf einmal so müde, dass ich mir sogar extra Kaffee kochen musste, damit ich überhaupt weiterziehen konnte. Gleich noch so ein Hammer. Zwei Männer wollen in einem Hochhaus ein Klavier in 12 Stock hochtragen. Da sagt der eine, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute, wir sind schon im 11. Stock, die schlechte, wir sind im falschen Haus. Was? Was sagt eine Kuh, wenn sie einen Polizisten trifft? Mein Mann ist auch Bulle. Einen hab ich noch. Herr Ober, also im Restaurant. Herr Ober, meine Suppe schwimmt im Hörgerät. Da drauf hin der Ober, wie bitte? Spaß muss sein. Kostprobe aus meinem neuen Witzeprogramm. Nur eine kurze Kostprobe, also ich hätte da noch Dinge auf Lager. In so einer Show wie hier heute Abend darf ja auch der Humor nicht zu kurz kommen. Spaß muss sein. Deshalb einfach mal zwischendurch ein kurzer Witz eingestreut, wenn die Gelegenheit da ist. Das passt ja eigentlich immer, oder? Das passt immer. Das könnt ihr euch mal selber auch probieren. Also nicht jetzt. Aber nachher, wenn Sie nach Hause kommen, im Familienkreis zum Beispiel, oder unter Bekannten, oder bei der Arbeit, Montag wieder bei der Arbeit, in der Mittagspause, in der Kantine, rufen Sie einfach mal rein in die Runde, hallo, mal kurz hergehört. Ich habe mal noch eins für euch. Und dann legen Sie einfach los. Die müssen ja gar nicht lang sein, keine Angst, müssen die gar nicht. Gerade in der Kürze liegt ja die, so wie ich die eben vorgetragen habe. Stärker muss die gar nicht sein. Fangen wir einfach so an. Komm, Mann zum Arzt. Da weiß auch jeder sofort, dass so ein Witz anfangen kann. Oder? Komm, Mann zum Arzt, das weiß man dann, so fängt er nicht die Tagesschau an. Da muss doch jetzt die Frage erlaubt sein, wo sind denn diese emotionalen Texte hin? Diese Lieder, die zu Herzen gehen, die uns ganz, ganz tief berühren. Und ich habe mir wirklich mal die Mühe gemacht und habe so die Chart-Hits der letzten Jahrzehnte so ein bisschen auf Emotionalität überprüft. Und siehe da, ich habe tatsächlich ein paar noch gefunden. Die gehen wir jetzt mal gemeinsam durch und wir beginnen bei Xavier Naidoo. Zwei Schnecken krochen eine Straße lang und die Schnecken hatten einen Plan. Die wollten wissen, wer's am schnellsten schafft über die Autobahn. Dieser Weg wird kein leichter sein. Dieser Weg wird schleimig und schwer. Auch, merkt man sofort, geht tief, gell? Das ist ganz anders. Aber auch sehr emotional für mich, die Prinzen Mitte der 90er mit einem tollen Lied. Flusspferde haben von nix ne Ahnung, doch sie haben ein großes Maul, sind weder Doktor noch Professor. Flusspferde, die sind stinkend faul und gehen Flusspferde mal pleite. Ja, sind Flusspferde mal blank, dann machen sie sich auf die Reise und gehen zur Hippobank.
eines der emotionalsten Lieder der letzten Jahre. Ein Riesenhit von Max Giesinger. Da, wo ich herkomm, trinkt nur Günther Tequila. Im Ort daneben auch Heiner und Klaus. Die wollten sich auf ein Umtrünkchen treffen. Und zwar beim Günther in seinem neuen Haus. Klaus ist gekommen mit 2 Kilo Salz, ner Flasche Tequila und trockenem Hals. Und das Problem war, ihr ahnt es jetzt schon, einer hat's nicht gefunden. Der Heiner mit 80 Zitronen. Lüde. Lüde. Hey. Heiner mit 80 Zitronen. Ihr Lieben, es wird Frühling, der Eurovision Song Contest steht wieder vor der Tür und ich möchte jetzt gerne erinnern an den letzten großen Erfolg aus Deutschland. Hier ist Lena Meyer-Landrut mit ihrem Riesenhit Satellite. Alle Welt will plötzlich Fahrrad fahren, herbeigezogen an den Hahn. Sie kaufen Mountainbikes grad wie im Wahn, beim Händler oder bei eBay. Auch ich hab's neulich ausprobiert, naiv geglaubt, es funktioniert. Ich hab'n Fahrradhelm mir aufmontiert und schon war ich on my way. Ein Wolf, oh Wolf, den hab ich mir geradelt. Und mein Hinterteil hat das schwer getadelt. Oh, ich bin den Satellite, auf dem ich seit Tagen sitze. Denn mein Satellite hat keine Sattelstütze. Vielen Dank. Ich bin ja wirklich froh, dass ich heute Abend hier bin. Also, es war ein bisschen schwierig. Ich habe nämlich extrem dicke Kopf noch. Ja, wir hatten gestern Klassentreffen. Ich war ja auf der Elite-Hauptschule in Mainz. Elite-Hauptschule kennt ihr? Da bist du nur drauf gekommen, wenn du als Kindergarten wiederholt hattest. Ja. Bei der Einschulung nachsitzen musstest. Ja. Ja, ich bin ja im Besitze geblieben. Ja. Ich hatte das Double in der 5. und das Triple in der 6. Also quasi die Grand Slam der Orientierungsstufe. Die 8. Klasse waren meine 5 schönsten Jahre auf der Schule. Ich gebe zu, die 9. war schwierig, weil ich habe da parallel angefangen zu bauen. Ich bin so oft sitze geblieben, bis mein Sohn Klasse über mir war. Nee, das war jetzt ein Witz, ja. Der Dieter, der gestern am Klassentreffen, ja, da haben sie auch so Bilder aus der Schulzeit von früher mitgebracht, ja, so. Ich war ja als Kind schon so hässlich. Ja, ich habe gedacht, das wäre mit dem Alter gekommen, aber. Ja, da war ganz alte Kumpels wieder getroffen. Ganz alte Kumpels, ja. Links neben mir zum Beispiel der Stefan Wicht. Der Stefan Wicht. Der spricht Klo. Ich meine, da kann er nichts dafür, da will ich mich jetzt auch nicht drüber lustig machen. Ja. Aber wenn ich doch Klo spreche, dann muss ich nicht Stefan Wicht heißen, oder? Dann haben die Eltern da nicht aufgepasst. Ja, aber wo kam er her? Aus Mainz. Ja. Leute, das war ja immer noch nicht alles. Dann kam er noch aus der Faschgasch. Ja. Faschgasche. Leute, und es hätte die Hausnummer 3 sein können. Es muss doch nicht schwundlich sein. Und wenn ich nicht mal wisst, dass der Fachschaftsschwungschwungschen wen so spricht, so gut kann mir doch ein Beruf überhaupt nicht gefallen, dass auch noch Speditionskaufmann. Und wenn,
Und wenn ich schon Speditionskaufmann lerne, dann lese ich nächste Woche Arbeit als Speditionskaufmann mit dem Audi zurück und nicht mit dem Suzuki. Dann heirate ich auf der Frau, die Christine heißt und die auch noch eine Sonnenstudio hat. Was? Hier. Wir waren mal mit dem Eis essen. Wisst ihr, was der Vollidiot bestellt hat? Zwei Becher? Stracciatella? Im Becher! Zwei Becher Stracciatella im Becher! Wenn ich so einen Sprachfehler hab, dann fress ich mal eine Waffel! Jahre Comedy, ja, zurück bis ins 18. Jahrhundert, das ist ja fantastisch, ja, aber ich muss wirklich sagen, es ist toll, also es ist, also, normalerweise, wenn du irgendwie auf eine Veranstaltung kommst, Fernsehen oder so, keine Ahnung, da hast du ja in dieser Branche, hast du immer Missgunst, ja, hast du Haifischbecken, aber hier heute ist toll, ja, du kommst an und alle sind nett, und wenn du ankommst, alle sagen, hey, ich läuft toll, dass du da bist und so, willst du was essen, willst du was trinken und so, alle sind wahnsinnig freundlich, wie eine große Familie und das ist ganz toll, das muss ich wirklich mal sagen, das ist super, ja. Gut, um ehrlich zu sein, als ich hier ankam, saßen da in der Ecke zwei sehr, sehr, sehr gut aussehende Bad Kreuznacher Mädels. Und als sie mich gesehen haben, haben die gesagt, Mann, sieht der alt aus. Scheiße, oder? Ich meine, Entschuldigung, bin ich alt? Das hat zu lange gedauert. Ich meine, gut, natürlich, ich habe 58 Sommer gesehen, ja, und ich weiß, das ist diejenigen, die ähnlich alt sind wie ich, ja, die wissen, das ist der Moment, wo auch schon so die ersten Zweifel kommen, ja, da ruft die Krankenkasse schon mal leise an und fragt, ob die Zahnsteinbehandlung denn wirklich noch sein muss, ja. Da wirst du, wenn du einen Immobilienkredit haben willst, wirst du gefragt, 24 oder 36 Monatsraten, bei 36 bräuchte ich aber doch bitte dringend einen Attest, Herr Lück, ja, da wird er hier, ich habe im Restaurant gegessen, ja, da wird ja unaufgefordert der Seniorenteller wird er vorgelegt, ja. Und die Tante im Supermarkt, die nimmt das Portemonnaie aus der Hand und will die Groschen aufs Band ziehen. Und das Verrückte ist, ja, wenn du reinguckst, merkst du, es sind auch noch lauter Groschen drin, ja. Entschuldigung, ich bin doch nicht alt, ja. Mann, sieht der alt aus, ja. Ich kann den Dialekt ja nicht so nachmachen, bin ja nicht Julia Klöckner. Entschuldigung, ich meine, ich bin jetzt ungeschminkt, aber ich sehe, also ausgeschlafen gehe ich doch mindestens für 55 durch. Geschminkt sogar für 53, oder? Ja, also, alt bist du doch, wenn du auf der Straße Mädel nachpfeifst und die Passanten versuchen, dir die Atemwege freizuräumen, dann bist du alt. Schöne Frauen da oben, ne? Ja. Ah, nee, das sind Hippies, Männer. Ich sehe ja so schlecht, ja. Ich meine, also, bei mir sind das alles Hormone, das sind echte Hormone, die durch meinen Körper kreisen und kein billiger Medikamentencocktail aus der lettischen Internetapotheke, das könnt ihr mir glauben. Ich meine, Entschuldigung, ja, ich freue mich doch jetzt im Frühjahr noch, ja. Freue ich mich im Frühling noch, dass die Röcke bei den Frauen wieder kürzer werden und nicht, dass die Klobrille nachts nicht mehr so kalt ist, oder? Hab ich Frauen gesagt? Oh, da muss ich mich entschuldigen, Frauen, ich soll das. Also, das klingt, also ich finde echt schon, Frauen, das klingt so despektierlich, oder? Das klingt, muss mich entschuldigen, Frauen, ich finde Frauen, das klingt so, politisch korrekt müsste man wenigstens sagen, Menschen mit Menstruationshintergrund. Hör auf, du klatschst mir vor, der Kerl, ja? Du kriegst ja noch Deckel in allen, ja? Ich meine,
Also ich meine, nicht, dass Sie jetzt glauben, ich will die Frauen nur auf die paar Tage im Monat reduzieren, auf gar keinen Fall. Das wäre wirklich engstirnig und weltfremd. Ja? Ich meine, in Wirklichkeit gibt es noch mehr Phasen, in denen der Umgang mit Frauen ein bisschen schwierig sein kann. Ja? Als da wären Schwangerschaft, Geburt, die ersten Wochen und Monate, das Zahnwachstum, Pubertät, PMS, die Tage nach den Tagen, die Tage zwischen den Tagen, die schwierige Zeit von den Wechseljahren, die Wechseljahre, die Übergangsphase danach und der Altersstase. Ja, liebe Freunde, der ganze Popmusik stammt aus Polen. Es gab einen verrückten Moment, als unser Opa von einem Spaziergang in der wundervollen Natur aus Zabrze zurückkam. Er stand in einem blühenden gelben Feld und er erzählte später, dort hatte er die Inspiration für eine neue Musik und er nannte sie nach der Natur, wo er die Idee hatte, der Rapsmusik. Ich war zunächst ein bisschen verblüfft, muss ich sagen. Ich hatte keine Ahnung, was der Opa in der Plan hatte. Aber er war ganz sicher, der Rapsmusik wird um die ganze Welt gehen. Pavel hat er zu mir gesagt. Die jungen Leute werden der Rapsmusik lieben. Sie werden ausflipsen nach der Strich und nach der Fahne. Und er nahm der alte Kontrabass und spielte eine Bassfigur, die der Musikgeschichte für immer verändern sollte. Da habe ich hier auf der Kassettenrekorder, drückst du auf der Play. Ich sagte, Opa, meine Güte, da geht ja der Post ab durch die Decke. Aber der Opa sagte, Pavel, warte, vor der Rapsmusik brauchen wir noch eine gute Schießbude. Ich habe gesagt, Opa, was soll ich spielen? Sagst du mir eine flotte Polka? Nein, sagte der Opa, ganz anders. Spielst du auf der Hi-Hat eine kleine zischende Geräusch? Eine zit, 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 zit. Verstehst du, Pavel? Ich war nicht ganz sicher, was der Opa meinte, aber ich spielte. Ich sagte, Opa, so? Topsche, sagte der Opa, da heißt gut übersetzt. Und er sagte, und du spielst der so lange, bis der Opa sagt, der Lied ist zu Ende. Ich war noch ein bisschen ratlos. Ich wusste nicht genau, woher der Hase laufen sollte, aber der Opa hatte einen perfekten Plan in der Tasche. Er sagte, jetzt brauche ich einen tiefen Schlag auf der Basstrommel, aber nur auf einen einzelnen Schlag auf der Hips, Hips. Hips, verstehst du? Und ich spielte. Meine Güte, sagte ich, Opa, ich kriege Kribbeln in der Füße. Aber der Opa sagte, warte, Pavel, warte, warte, wir sind noch nicht fertig mit der Rapsmusik. Wir brauchen noch den zweiten Teil, der Gegenstück von der Hips, der Hops. Und der Hops spielst du auf der kleinen Trommel genau in der Lücke von der beiden Hips. Da, wo du nicht der Hips spielst, knallst du der Hops auf der Trommel, als ob da kein Morgen gäbe. Ich konzentrierte mich wie selten zuvor. Ich wollte der Opa nicht enttäuschen. Ich wollte unbedingt die richtige Stelle für den Hops finden. Und schließlich hatte ich da gefunden und ich spielte. Meine Güte, sagte ich, Opa, da ist ja das Verrückteste, was ich jemals gehört habe. Aber der Opa sagte, warte, warte, Pavel, jetzt kommt der Wichtigste. Ich sag, was kommt jetzt? Und der Opa sagt, ab jetzt wird nur noch geredet. Ich sage, was redest du? Und der Opa sagt, es ist völlig egal. Hauptsache der Hips und der Hops kommt irgendwann drin vor. Ich zeige dir, wie das geht. Ich war total verblüfft. Und der Opa sagte, also der Hips, Hops, der Hibi, der Hibi, Hibi, Hips, Hops, aber you don't stop. Raps it to the bam, bam, boogie, say up, right, the boogie, to the reason, to the bug and the beat. Say, what you hear is not a test. I'm rapsing to the groove. It is me, the drums and the bass. We gonna try to make things move. Meine Güte, sagte ich, Opa, darf ich auch mal probieren? Natürlich, sagte der Opa, legst du los? Und ich sagte, Hips, 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 die Hips, die Hibi, Hips, die Hibi, die Hops. Ich sagte, Hips, Hops, Hibi, die Hibi, die Hibi, 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 Hops. Ich sagte, Hops, Hops, der Hops, der Hop, Hops, Hops, der Hobbe, 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 die Hips. Ich sagte, Hibi, die Hips, Hibi, die Hips, Hibi, die Hips, Hibi, die Hips, 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 Hibi, die Hops. Mittlerweile hatten wir die Instrumente so laut gedreht, ich konnte der Opa kaum noch verstehen.
Ich musste brüllen und so brüllte ich. Opa, he said what? I said Opa, he said what? I said Opa, he said what? I said Opa, he said what you want? I said Opa, he said. I said Opa, he said. I said Opa, he said. I said Opa, he said what you want? I said heaps. Cops, the heavy, the heavy, heavy, heaps, hops, hubby, you don't stop. Raps it to the bam, bam, boogie, say upright, the boogie, to the reason, to the bug of the beat. Jacko, ihr Marzo, vielen, vielen Dank. Ohne Vater aufzuwachsen, ist scheiße. Ne? Das merke ich erst jetzt mit Mitte 30. Denke ich, fuck, das war eine beschissene Zeit. Aber als Kind merkst du das nicht. Wissen Sie, weil statt Vaterliebe hast du Geschenke. Wissen Sie, wie viel Spielzeug ich hatte? Mein Kinderzimmer war voll bis oben hin. Bis oben hin. Eigentlich war mein Kinderzimmer das kroatische Zentrallager von Toys R Us. Und das Geilste war, ich schwör's Ihnen, im Sommer, ne, wenn mein Papa kam, er hat mir jeden Wunsch erfüllt. Papa, ich will Bagger, am nächsten Tag war der kleine Bagger da. Papa, ich will Bobbycar, am nächsten Tag war Bobbycar. Alles, was ich wollte, war am nächsten Tag da. Ja, wenn man das so sieht, war mein Vater eigentlich die Vorstufe von Amazon Prime. 1990 bekam ich sogar eigenen Computer, Commodore 64. Alter, das war der einzige Computer auf dem ganzen Balkan. Ohne Scheiß, die Nachbarn dachten, wir schaffen beim Geheimdienst. 1991 kam der beschissene Balkankrieg zwischen Serben und Kroaten. Jetzt haben wir in der Familie zwei Probleme gehabt. Meine Mutter ist Kroatin, mein Vater ist Serbe. Bei uns in den 90er Jahren, Alter, Bombe Stimmung. Die Frontlinie verlief durch das elterliche Schlafzimmer. Na, meine, wirklich ohne Scheiß, in den 90er Jahren eine Misch-Ehe zwischen einer Kroatin und einem Serben, unmöglich, quasi Mission Impossible. Ne? Ich weiß, viele Ehen wurden damals geschieden. Ne? Ich weiß, dass meine Mutter zu meinem Vater sagte, du, ich hau dir nicht die Rübe ab, weil du Serbe bist. Wenn du aber meinst, die serbo-kroatische Völkerfreundschaft mit unserer Nachbarin Jadranka vertiefen zu wollen, schneide ich ja die Glocken ab. Ich schwör's Ihnen, ich war damals 9. Ich habe das ganze Haus durchsucht, wo mein Vater die Glocke versteckt hat. Na, bald Kreuz noch? Oder darf ich Kreuzi sagen? Kreuzi, ihr kennt mich. Bin die Echse. Bin Star. Ich hab vor... Jetzt willst du auch nicht lügen. 2000-3000 Jahren das allererste Theater der Welt aufgemacht. Zusammen mit Ari. Totelis kennt er vielleicht. Wir haben die ersten Jahre unheimlich viel so Amphibientheater gemacht. Froschkönig gespielt und sowas. Aber auch erotische Märchenabende für Erwachsene. Prinzessin auf der Echse zum Beispiel. Alleine Prinzessin auf der Echse, Leute. Mit mir in der Hauptrolle. Und wechselnden Darstellerinnen. Hatte 250 Vorstellungen. In der Woche. Ja, es geht alles, es geht alles. Ja, seitdem bin ich ebenso unterwegs als Star. Heute auch hier. Meine Managerin rief an und sagte, du willst in Bad Kreuznach spielen? Ausverkauftes Haus. Backstage 16 Tänzerin zwischen 14 und 29. Da habe ich gedacht, okay, das klingt wie immer. Da sage ich zu. Was ich nicht wusste, Benefiz. Ich habe gedacht, scheiße, wie kommst du jetzt aus der Nummer wieder raus? Da habe ich noch gedacht, okay, es findet in einer Turnhalle statt. Und da habe ich noch ein bisschen Hoffnung. Weil in Berlin sind mittlerweile alle Turnhallen blockiert mit Flüchtlingen.
dachte, wenn es so weitergeht, vielleicht müssen wir abfangen hier, aber nun ist es so. Und ich genieße es. Es ist ja wirklich auch schön in Bad Kreuznach. Ich war heute mal hier unterwegs im, sagt man trotzdem, Zentrum. Da habe ich verstanden, deswegen heißt das Bad Kreuznach lacht. Was bleibt euch anderes übrig? Naja, es ist ungerecht. Ich habe mir wirklich Zeit genommen. Ich habe gesagt, Mensch, ich kam heute um 15 Uhr, kam ich am Bahnhof an. Sag ich, das machst du erst mal einen Stadtrundgang, guckst dir alle Sehenswürdigkeiten an. Habe ich gemacht. 2:50 bin ich ins Hotel. Und das ist schön. Ihr seid ganz liebenswerte Menschen auch. Ganz naiv und so. Der Zweck ist schon auch geil. So make a wish. Da habe ich gedacht, ich kann nicht so gut Englisch, dachte make a wish irgendwie. Bist du da umsonst eine Putzfrau oder was? Da habe ich gedacht, nein, das habe ich dann gelesen, das ist hier für kranke Kinder und dass die Wünsche erfüllt kriegen und das finde ich gut. Das halt, insgesamt ist das dann ein guter Abend. Und meine Kinder kriegen die Wünsche erfüllt, ihr ja, habt was zu lachen. Frau Klöckner hat mal wieder eine sinnvolle Beschäftigung. Guck mal, wir reden alle hier über kranke Kinder, man muss doch auch über gescheiterte Politiker sprechen. Die müssen genauso lernen, positiv zu denken. Und Julia ist eine schöne Frau, die kann positiv denken. Sie muss positiv denken. Und ganz ehrlich, also was ist schon die Regierungsbank, wenn man stattdessen in einer abgeranzten Provinztrolle mit Michaela Schäfer an einer Reihe sitzt? Schon toll, oder? Und ich muss an der Stelle sagen, ich will mich nicht über Bahnmitarbeiter lustig machen. Ne? Das ist immer ein bisschen, nicht viel, weil eigentlich habe ich einen großen Respekt vor diesen Menschen. Das muss man aber auch mal sagen, oder? Natürlich sind die oft unfreundlich, aber im gleichen Moment denke ich mir immer, ich könnte das nicht. Man muss die Reisenden ernst nehmen, ich könnte das nicht. Auch Stewardessen, ich habe einen großen Respekt vor Stewardessen. Stundenlang die Menschen ernst nehmen. Ich habe ein schönes Beispiel aus dem letzten Jahr. Ich bin letztes Jahr in die Dominikanische Republik geflogen. Irgendwann sagt die Stewardess durch, meine Damen und Herren, wir beginnen nun mit dem Landeanflug auf Santo Domingo. Und ich merke, neben mir die Frau wird urplötzlich völlig nervös. Irgendwann guckt die Stewardess an und sagt, hört sie, wir fliegen nach Santo Domingo. Das darf nicht wahr sein. Ich glaube, ich bin falsch. Und das musst du ernst nehmen, mal ganz ehrlich. Ich könnte das nicht. Mich würdest du auf den Finger jucken, mal was Lustiges zu sagen. Gerade bei so Transatlantikflügen einfach mal durch die Reihen laufen und sagen, Personalwechsel, die Fahrscheine bitte. Und ich, immer wenn ich das erzähle, die Leute schütteln alle mit dem Kopf, wenn ich sage, ich fahre gern Bahn. Allein dieses Spektakel. Kennen Sie dieses Spektakel, wenn die Mitreisenden neu einsteigen in den Zug und ihre reservierten Sitzplätze suchen? Als ob sie ein Raumschiff betreten und die Inneneinrichtung bestaunen. Und ganz besonders toll wird dieses Spektakel ja erst, wenn diese elektronischen Anzeigen ausgefallen sind. Weil dann steht auf jedem Platz was drauf? Gegebenenfalls reserviert, ganz genau. Abgekürzt mit GGF reserviert. Ich saß einmal ganz allein in so einem Großraumwagen, von Weitem sehe ich schon so einen Mann anschlurfen. Plötzlich bleibt er direkt vor mir stehen und sagt, Entschuldigung, ist das alles reserviert? Da habe ich gesagt, ja. Sie sehen ja, GGF reserviert. Mein Name ist Graf Gustav Fischer. Die brauchen gar nicht weiterzugehen, vorne die Plätze sind auch alle mir. Habe ich natürlich nicht gesagt, bitte. Habe natürlich einen Platz verkauft, aber es ist... Sehr schön, daheim, das ist immer, daheim ist es immer am schönsten. Ja, das stimmt schon, ich habe ja pädagogisch studiert, aber ich bin dann schnell auf die Bühne und das war für meine Mutter nicht so einfach.
Nee, ich sagte zu meiner Mutter, ich habe Pädagogik studiert, aber ich würde lieber gern Witze erzählen. Da sagte sie, Bub, ich hoffe, das war schon einer. Aber leider nicht. Nee, aber ich bin kein Lehrer geworden, ne? Von daher. Ich finde das schon, dass Schule trotzdem überall stattfindet. Ne? War gestern im Café und da kam so eine junge Bedienung an mit so einer Gutscheinkarte und sie wusste, glaube ich, noch nicht so ganz Bescheid, weil die sagte den schönen Satz, ja, wenn Sie bei uns hier 10 Kaffee trinken, dann bekommen Sie den 11. zum Preis von einem. Ja, so, das ist aber ein Schnäppchen, ne? Kann man nix sagen, ey. Nee, da hätte man es ja auch noch mehr mit Jugendlichen zu tun gehabt als Lehrer. Und Jugendliche, ich weiß nicht so, wie sind die heute? Ich habe immer festgestellt, ich verstehe die nicht. Die haben so ihre eigene Sprache. Letztens kamen zwei Jugendliche auf mich zu, die hatten so einen Mittelalter-Slang drauf, weil einer sagte zu mir, ey, du Knecht. Da habe ich meine alte Mittelalter-Markterfahrung ausgepackt und habe gesagt, haltet ein, Fremder. Nur frisch heraus, damit mich deucht, euch gelüstet es etwas nach Geselligkeit. Dann sagt der eine zum anderen, Alter, komm, wir gehen, der Holländer verarscht uns. Nee, aber normal verbindet man mit den Jugendlichen, klar, die haben dieses Handy, dieses Smartphone, ne, dann sind sie ständig hier online und bei WhatsApp, ne, haben sie auch schon WhatsApp, klar, ne. Freunde von uns haben jetzt geheiratet, die waren sogar mit dem Pfarrer zusammen in einer WhatsApp-Gruppe. Dann macht sie so ein Smiley und fragt, was machen wir denn bei einer Scheidung? Da schreibt der Pfarrer, dann gehe ich aus der Gruppe raus. Jetzt fange ich wieder damit an. Er steckt seine Hände in an Dinge, die nichts angehen. Nicht zum Beispiel. Ich habe dir schon 100.000 Mal erklärt. Was denn? Das muss so sein. Ach ja? Ja. Wieso? Ich bin Puppenspieler. Du bist Puppenspieler? Ja. Wenn von uns beiden halt ein Puppenspieler ist, dann bin ja wohl ich das. Oder wie seht ihr das in meine Küchchen? Charlie, bitte. Bitte nicht die Damen, die wieder so blöd anbaggern, ja? Den ist ja gar nicht geachtet. Der ist gar nicht da. Der steht ständig neben mir. Ist wahrscheinlich so eine Art Stalker oder sowas. Geh mal weg, du störst. Der ist so blöd. Ich wette mit euch. Oh, hör auf jetzt, wir wollen mal anfangen. Schnauze. Ich wette mit euch, der ist so blöd. Der weiß noch nicht mal, wann die Titanic abgestürzt ist. Neulich, da sollten wir eine Tennishalle einweihen, wir zwei. Das sollst du dir nicht erzählen. Ach, wieso? Ist dir das peinlich? Das ist mir peinlich, ja. Okay, dann erzähl ich's. Also neulich sollten wir eine Tennishalle eingreifen. Wisst ihr, was der Idiot gemacht hat? Ja, die bitte. Er nahm die Schere und hat das Netz in der Mitte durchgeschnitten. Mann. Oh. Dankeschön. Guck mal, wir lachen alle. Ja, siehst du, ist doch super, ne? Lachen macht ja auch schön. Ach so. Ja, also folgendes. Du lachst nicht so oft, oder? Hör auf jetzt. Können wir jetzt bitte anfangen? Nee. Was heißt denn nee? Ich sag, wann es losgeht. Du sagst, wann es losgeht? Ja. Wieso das denn? Ich bin der Goss. Ich bin die Nummer 1. Ich bin der Hauptgewinn. Wenn du der... Ja, danke schön. Wenn du der Hauptgewinn bist, ja, dann möchte ich nicht wissen, wie die Nieten aussehen. Guck in den Spiegel, dann weißt es. Mittwoch war ich in Aachen. Da habe ich auch im Studentenfrühschoppen gespielt. Um 23 Uhr. Ich meine, es gibt Zeit. Ohne Quatsch. Die Party heißt Studentenfrühschoppen beginnt um 22 Uhr. Ich war um 23 Uhr dran. Das war Studenten kennt man, oder? Hier so Studenten, so zwei in der WG, wo der eine aufwacht und sagt, was haben wir heute? Dienstag, keine Details, Winter- oder Sommersemester. Also, so waren die auch. Ingenieure da gehabt, wir hatten IT-Leute und Physiker. Ich wusste gar nicht, dass Physiker ausgehen. Die Welt hat sich so radikal verändert. Seit so Sendungen wie Big Bang Theory sind die alle cool. Jeder, der mal zurückdenkt an die Schulzeit. Die Leute, die in Physik gut waren, die waren auf den Partys die Autistischen von mir. Alle haben getanzt, einer hat sich um die Nebelmaschine gekümmert. Das war der Physiker.
aber mittlerweile sind die total angesagt. Ja, die sind auch modisch, die haben so Polyesterpullover angehabt, so ein Motto. Und dann haben die sich am Ende vor eine Party in eine Reihe gestellt, Musik ging los, und da haben die ganz feste dran gerubbelt. Und schon haben die an der Wand geklebt. Also das war... Und der eine hat immer so geredet, und ich habe gedacht, der hat Helium genommen. Dann hat er aber die ganze Zeit so geredet, und dann haben die gesagt, der redet so. Und ich so, oh. Und der war hinterher betrunken, der hat total Lust mit so einem Kumpel. Und dann hat der irgendwie so eine Rosinenschnecke und haben die immer hin und her geworfen und gebrüllt, wir sind Teilchenbeschleuniger. Ich lege jetzt das Mikrofon runter, dann bringe ich mich in Fasson und dann pff, ist vorbei. Thank you.